Da sind wir wieder. Philipp. Okay, Heldin. Philipps großer Plan ist fast fertig. Jetzt brauche ich nur noch ein Militärflugzeug. Yes. Ja, sonst nichts. Was haben wir vorher klar? Dahinter. Aua. So, danke schön. Wappi. Wir müssen ein bisschen noch smooth hier vorgehen, oder? Gerade zu, ja? Kennen den Weg hier noch? Oder auch nicht. Dann machst du hier lang. Ja, sonst hast du Kirche geflohen sind. War witzig. Ach klar, halt Militärflugzeug, ey. Was hat er für Wünsche? Ah, Philipp. Gibt's hier noch irgendwas? Munition oder so? Oh. Komm schon wieder drüber. Leute, passt die Steuerung an. Wo die stellerweise nicht überall durchkommen. Da frage ich mich manchmal echt nur noch, ob die bis jetzt selber gespielt haben. Echt. Da muss man ein bisschen was zack zack gehen und die halt. Okay, von mir aus ab. Okay, das ist ein Stuhl, da kann ich rauf. Ich will doch von da jetzt hochziehen können. Oh Gott. Ah, das könnte heiß werden. Das ist ein bisschen Knappikowski Bemesser. Noch lieber die Snipper. War das die gute oder war das die? Nee, das war die gute. Meine Zuma? Was ist hier los? Sekunde. Oh, Philipp! Okay, der ist nämlich zu. Hä? Bin ich dumm? Falsche Snipper? Das ist ja gar nichts so auf der. Bin ich jetzt. Bin auch mit dem anderen Zoomer. Heute im 14 war aber auch was. Ey, ich kann da einen Lufterhalter rumgehen, das jetzt nicht mehr. Hab ich was verpasst? Junge, wer mal wieder traditionsbewusst. Habe ich die falsche Waffe ausgerüstet gehabt, Idiot? Ja, aber die falsche Waffe. Scharfschütze. So. Sorgt für Ärger. Wenn man nicht weiß, was man sonst richtig soll. Die brauchen wir jetzt eh noch mal. Und noch Munition dafür. Keine Munition!
Ja, ich sage ja, das hat so Stress. Okay, pass bloß auf, okay. Danny. Das ist ja. Wüsste ich gar nicht. Da landet's. Oder auch nicht? Scheiße, das ist nicht richtig. Nicht für die Parias, nicht für Baseball. Muchas gracias. Die bringen so viele Parias um. Die anderen Parias auf dem Feld sterben. Alles gut. Was hab ich vor, oder? Das ist Baseball. Durch das Tragen ihrer Uniform versprechen sie sich zwischen euch und das Chaos von Libertad zu postieren. Als euer Präsident stelle ich unseren Soldaten die beste Ausbildung. Ah ja, ich bin jetzt mal gespannt. Alles, um euch zu schützen. Sobald diese Tapferen ihren Treue einschwören, werden sie zu Kriegern für eine größere Sache. Was soll hier sein? Okay, das heißt, irgendwer von denen hat eine Karre gehabt, wo ich abknallt hatte. Das ist schlecht. Hier geht's nicht rein, oder? Nee. Nee, was wollte ich jetzt im Baseballfeld hier finden? Warte mal, wir gehen mal da hoch. Springen wir da mal rüber. Ist das was? Ja. Ist da vielleicht was? Ah, guck mal. Text. Der Mann hinter dem Wandbild. Elicio Sayas ist ein schwer fassbarer Künstler, der kaum Interviews gibt. Tatsächlich schreibt und redet er so gut wie nie über sein Werk. Das Bild wird seine Gewalt oder seine Friedfertigkeit selbst ausüben, je nachdem, wie es sich entscheidet. Ich bin nur ein Wegbereiter für seine wahre Bedeutung. Saya spricht für gewöhnlich kryptisch über sein atemberaubendes Wandgemälde, das ihr Oluwas darstellt. Die Triade Gottheiten von Yara. Es gibt sich... gibt sich wahrhaftig größte Mühe, jede explizite Erläuterung von Bedeutung zu umschiffen und zieht es stattdessen vor, nur anzudeuten und nicht zu erklären. Ah, Schlüsselkarte. Gorillas drehen umkämpfte Partie gegen was? Tiburones. Die iranische Baseballfans dürfen. Das geht mir gar nicht. Schlüsselkarte gefunden, Mann, ey. Wappi. Was soll man hier jetzt finden? Die Pitching Machine. Ah. Ja, easy Handtasche. Magie lieber nicht. Jetzt brauchen wir ein Flugzeug. Ah ja. So, so. Hallo. Drüben habe ich ein Auto gesehen. Was ist denn so ein komisches Ding? Da mache ich ein militärisches Ziel von diesem Film. Achso. Ich sehe einen Sunny. So, ausgenackt. Ich schwöre, wenn du nicht bald ruhig bist. Merda. Merda. Hey, komm. Ja, ja.
Was? Du bist dran. Ich hab also fürs Auto. Da waren wir nicht schon. Ist egal was? Was war denn mit dem Flugzeug? Ja, aber da unten hinter war ich schon mal. Nee, die muss ich nicht. Nee, dass man die Waffe nicht. Dass man, das was man werfen wieder verändern kann. Das geht. Was ich nicht verstehe, Mann. Oh, die scheiß Auto, bitte. Er hat Loot. Es ist schlimm, wir brauchen alles. Hä? Achso, ja, warte kurz. Gracias. Viva Libertad. De nada. Ich mach den ganzen Scheiß. Ich weiß ja nur, dass ich ein Benzin brauche, aber von mir aus. Oh, da rollt ein Panzer ein. Ich würde gerne ein bisschen mal Panzer übernehmen. Das Geilste. Ja, Bruder, ich bin schon für euch gestellt. Das wäre jetzt interessant, wie übernehme ich Panzer? Warum will das Spiel mir in die Kiste einzuzeigen, wo ich keinen Ort anhalten muss? Hey, Danny. Hey. Hi. Ich bin gleich beim Hotel. Dann blase ich den 3,5 Milliarden das Licht aus. Was für ein Hotel? Halt, stopp, FBI hier. Das wird beschlagnahmt. Genau, mach mal hin durch. Da ist ja gar nichts drin. Kann ich wieder haben. Ich dachte, du hast drin. Ich will, dass Quapo andere Zivilisten angreifen kann. Das ist das Coolste. Und Quapo dafür gar nichts. Oh, du hast nicht wieder so eine Grenze bekommen. Genau. Das wäre blöd, warte, müssen wir nicht mehr. Kann ich das mal aufhören? Danke. Okay, müssen wir noch da das Auto reinkommen lassen. Naja, das war mal erstmal dahin. Noch ein schneller. Ups, sorry. Ah, der guckt schon raus. Das ist eigentlich dein Links. Ich kürze jetzt ab, das ist doch blöd. Kann das Auto wieder flippen? Perfekt. Oh, da ist eine Kiste. Durch, oh Mann. Nichts kann mir kaputt machen. Wir haben's gleich. Weiß auch bei mir immer. Was gibt's? Oh, eine M9. Cool. Mal schauen, ob die mehr macht, Schade macht wie unsere Standardwaffe. Ich meine, es wäre der Flugplatz, wo wir schon mal waren. Hallo. Spezialeinheiten. Erledigt. Doch, da waren wir schon mal. Hab doch gewusst. Die Fässer sind explodiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Spritkanister hier bisher habe.
versteckst du dich nicht. So. Was braucht er jetzt? Der ist hier? Am Flugzeug. Er ist an der Helikopter. Ich sollte das Flugzeug in Phillys Hangar bringen. Wie steuere ich das? Okay. Uiuiui. Das gibt was. Oh, 100. Mal lieber 100 aus. Dann links und rechts und mit AD mache ich Steillage. Okay. Jetzt kann ich eine Schraube machen. Hui. Okay. Leertasche, gib mal Gas. Was gibt's hier noch zu wissen? Rolle. Iren heißt es. Maschinengewehr, Raketen, Bombenvisier, Schiffisch Bombenvisier. Buschbomb. Ah, da war Bomb. Ich will nur wissen, wie hoch die fliegt. Was war das? Ich sage euch, dass es langsam kritisch wird. Ah ja, das heißt, müsst ihr da landen. Ne? Alle, die jetzt hier Flugzeugsimulator spielen, ne? Guckt weg. Wird hässlich. Huch, hat geklappt. Gut, ich erinnere mich, dass ich auch so klar war. Eieiei. Oh, es ist wunderschön, Harry. Dankeschön. Zeit für etwas Fili-Magie. Wir sehen uns im Lager. Will ich wissen, was der baut? I don't think. Oder, egal. Erstmal Werkbank benutzen. Primäre Waffe 3. Das warst du. Primäre Waffe 2. Hier wollte mal was gucken. Wir haben hier die M16. Die schlechter ist. Magazingröße ist aber besser. Die ist trotzdem. Liegt es an der panzerbrechenden Munition? Nee, nicht Ausrüster. Die ist in der panzerbrechenden Munition. Von hier hat mehr Slots. Blitzt langsam. Will das eigentlich nicht Ausgabe für die. Wenn, dann machen wir die ran, die machen wir schon hin. Etwas reduziert. Ne, dann haben wir die. Pointerfeld. Ah, okay, wir haben noch Ruf bewahren. Ich habe Punkt trotzdem jetzt gegeben, dass sie schlechter ist. Ja, macht keinen Unterschied. Boah, die ist halt deutlich besser. Surf und Turf Gewehr. Hat dann kein Charlie drauf. Aber macht halt Damage des Zorns, ne? Das Magazin ist sogar größer. Sonst haben wir halt nur die. Die hat sogar noch mehr Magazin. Aber die S16S ist halt schon ein Monster für sich. Sollen wir die mal ausprobieren? Aber der kann kein Charlie. Er bringt ja gescheit Scharfschütze quer, theoretisch. Aber da kann man nichts machen. Das stört mich halt. Ich hätte keinen Schalldämpfer vorne Waffe drauf. Da haben wir ja die, die war ja eh unschlagbar, ne? Vom Schade her, genau. Wieder beipalte gern. Granate wird gar nichts verändern. Ja, okay. Supremo, Material tauschen. Was ist denn das grüne Zeug? Cycles Glas, ja, okay. Ich will noch kurz schauen, was es eigentlich mit unserem Helm auf sich hat. Die Verteidigung gegen Weichziel, Spreng- und Panzerbrechende Munition wird erhöht.
Kopfbedeckung, Anzeige, natürlich, hallo. Wenn ich den kompletten Krogo-Anzug habe, das wär's jetzt. Mal eine Flugzeugrufe, dann schauen wir doch erstmal kurz, was wir noch questtechnisch haben. Libertad, die Monteros. Espata, das ist eine klare Mission. Zeit für das Superhelden-Team. Dani, meine Impro-Waffen und deine Fähigkeiten. Hol dir alle Waffen von Juan. Als seinem Juans Waffenhändler. Achso. Was ist das? Bring die Dryaden-Relikte zurück. Ja, dann müssen wir schon noch finden. Dann machen wir, dass das in der Nähe ist. Dani tötet die drei Wichser, die Papa ermordet haben. Tötet Joseph, oberste Tenien. Was? Tenientes. Okay. Der ist dahin, der ist arg weit. Ich würde aber gerne einen Grenzübergang machen, wenn wir schon in der Nähe sind. Das wäre nett. Und die FND-Basis könnte man auch kurz einnehmen. Wenn wir schon mal da sind, ne? Oh, guck mal, das Loot. Wir gucken uns kurz um. Da wird hier bestimmt Material rumliegen, aber ohne Ende. Da darf man natürlich wieder nicht rein. Das ist voll der Rassismus. Nein, holen wir uns erstmal ein Flugzeug. Oh, wir können jetzt ja das Flugzeug holen, oder? Ja, genau. Perfekt. Ich mag das. Mach ich noch irgendwo Luftabwehr-Scheiße? Nee, da haben wir jetzt eigentlich hier erstmal alles erledigt. Perfekt. Was ist das? Protektive Gruppe und die offizielle Stimme von Libertad. Wenn sie reden, hören die Leute zu. Die Gruppe wurde auf die schwarze Liste gesetzt und ist jetzt auf der Flucht. Ich muss sie finden und beschützen. Ach ja, geht so. Dann ist ja alles clean, ne? Da dürfte nichts mehr abgehen. Ah, Hirschgebiet. Ich glaube, das wird man auch mal hin. Da schauen noch MC Ort, totes Wildschwein. Wollen wir das kurz machen? Wir haben eh nur noch 8 Minuten. Das reicht ja nicht mehr für die Quest. Ja? Dann fliegen wir da kurz hin. Wann schmiert denn der eigentlich ab? Wingsuit will man auch noch holen. Da muss man gucken, ob man freischaltet. Zur Not google ich das mal kurz. Aber wer echt fällt mir denn her? Jetzt eigentlich. Ah, da! Der sind jetzt die zwei Anzeige rechts dran und links öffnet schon Höhemesser. Irgendeine eine Außenperspektive. Oder ist mir umschaubar können? Direkt? Geht das? Nee, da bin ich auch vorbei. Indirekt mit Umschauer, ja. Wenn ich umziehe. Ganz nett. Was ist los? Sprit aus, oder? Apropos Sprit, mir rechte Spritanzeige. Ich glaube, die geht leer. Das ist immer hart am Arsch. Wahrscheinlich ist ja nur so. Was wollte ich denn? Was sollte ich für Steuerung? Fahrzeugwaffe einsetzen. X. Okay. Das war zu schön, was man jagen, ne? Uiuiui. Baut sich was zusammen? Achten wir die zwei Schiffe von damals noch stehen. Es war nur eine Landebahn. Ich glaube, ich habe da den Strand für uns entdeckt. Isla Santuario. Das ist ja cool. Ich feiere das Fahrzeug. Mir gefällt's. Lass mich mal kurz hier stehen. Schwester, alles gut. Du kannst weitermachen.
spielen noch kurz den Ding so, oder? Kann man sich vorstellen, dass man das eigentlich vergessen hat, den Tisch mal. Oh, Wildschwein. Krieg ich auch nicht. In die Ufern hier so auszurasten? Wäre nett. Dann müssen wir erst mal zu El Wildschweiners. Ich hätte hier was. Aber wir machen mal kurz eins. Arsenal. Dich tausche mal gegen dich und gegen dich. Ja, war der richtige. Ich will schauen, dass wir es mit dem Pfeil Bogen vielleicht erlegen. Uschi-Sau. Das ist ja riesig. Genau, das habe ich abgesehen. Ich glaube, das müssen wir doch anders machen. Das ist entweder du oder ich, Mamutito. Hallo. Beschädigtes Fleisch. Ich hätte gern Castillos Gesicht gesehen, nachdem wir die Blockade beseitigt hatten. Erwischt. Das ist halt unbeschädigt. Ich glaube, dafür gibt's mehr. Ich muss aufpassen. Perfekt, das war ein Kopfschuss. Sehr schön. Gibt's hier eigentlich da noch was? Das ist nur Kampffläche. Scheint nur Kampffläche zu sein. Okay, also kein Secret oder so hier. Gut, okay. Ging es jetzt doch schneller wie erwartet. Wir kommen zum Auto jetzt zurück. Da unten steht's. Perfekt. Ja, das ist. Eines Quappo. Das andere Schweinchen ist. Ne, da oben ist. Egal. Eins ergeht zum Auto. Ah, guck in den Loot. So, erwischt. Ha. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Reicht noch für eine Folge. Tschüss.